Hallöchen, wir zocken heute wieder Mass Effect. Und ja, wir befinden uns jetzt hier bei dieser Forschungsstation. Und ja, wir sollen jetzt mal schauen, wie hier der Hase läuft. Und deswegen gehen wir jetzt hier mal schön rein und quatschen mal mit den Leuten. Was ist das jetzt da? So, was haben wir da? Zack. Joe, was machen Sie denn hier in Begleitung dieser Leute? Kieran, das ist Pathfinder Ryder aus einer weit entfernten Galaxie. Ryder, Kieran Dahls, leitende Wissenschaftlerin in DARPA Lab. Als Vertreter der Andromeda-Initiative fühle ich mich geehrt, Sie kennenzulernen. Sind die alle so förmlich? Ich glaube nicht. Wo ist der Rest des Teams? Ryder hat Erfahrung mit den Relikten. Wir könnten Ihnen bei Ihren Untersuchungen helfen. Haben Sie es noch nicht gehört? Bei der Erforschung des Monolithen ist etwas schrecklich schiefgegangen. Sie sind in einer Art Relikt-Stase-Feld gefangen. Sie sind wie eingefroren und zeigen keinerlei Reaktionen. Ich weiß, wie man mit Relikt-Tech interagiert. Ich kann Ihnen helfen. Ryder hat schon mal ein Gewölbe gesehen und ist offenbar irgendwie neu gestartet. In einem Meer voller Fische hat einer Perlen im Maul. Aber gut, wenn Sie denken, das Alien könnte uns helfen, werde ich meine Skepsis mal beiseite lassen. Der Monolith ist nicht weit von hier. Tun Sie, was Sie können, aber seien Sie vorsichtig. Wir wissen nicht, was die Stase ausgelöst hat. Es könnte also erneut geschehen. Okay. Den bei den gefangenen Forschern helfen. Okay. Okay, wo ist denn das Ganze? Hier rechts, okay. Dann geht's mal los. Ich hoffe nur, wir müssen jetzt nicht denselben Weg nochmal machen. Ich weiß nicht, was dieses Feuer verursacht hat, aber wir sollten vorsichtig sein. So, dann renn mal ein bisschen, Kollege. So, Ausstattung. Also Roger, okay. Dann geht's mal auf in die Richtung. Und dann schauen wir mal. Okay, ich habe noch nie einen Pilz schön gefunden. Aber die sind es. Begegnen Sie der hiesigen Flora mit Vorsicht. In Ordnung? Falls Pilzschleim auf Ihre Haut gerät, sollten Sie ihn sofort abwaschen. Okay, dann stürmen wir hier mal den ganzen Quatsch. Was geht denn jetzt ab? Komm schon. Wow, 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 Alter. Was geht denn jetzt ab? Feind ist
Waffe gefällt. Okay, meine Güte, was war das denn? So, dann gehen wir mal hier lang. Zack, Munition. Okay. Ich habe sie gefunden. Die Forscher im Stasefeld. Genau da, wo Kieran gesagt hat. Okay, benutzen Sie einen Schlüssel der Relikte, um Konsole zu übernehmen. Okay, mir fehlen noch Glyphen. Den Glyphen scannen, Pathfinder. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Zack. Ich weiß nicht, reicht das schon? Nein, es reicht noch nicht. Die Glyphen sind noch nicht komplett. Wir sollten vielleicht nach weiteren suchen. Ja, da hast du recht. Wo habe ich denn jetzt gerade was gefunden? Ich habe doch hier gerade irgendwas... Irgendwas habe ich hier doch gerade gesehen. Damit müssten die Glyphen vollständig sein, Pathfinder. Okay. Das Interfacing ist fehlgeschlagen, Pathfinder. Die Eingaben. Benutzen Sie einen Schlüssel, um die Konsole zu übernehmen. So, zack. Muss das Ziel dahin. Das haben wir auch schon. Dann muss das so. Das muss so. Das so. Und das muss dann so. Wir müssen die Monitore beobachten und... Scud! Verscuttete Sterne! Was? Wir sind... Wir haben... Pathfinder Ryder von der Andromeda-Initiative. Ich komme... aus einer anderen Galaxie. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich zu orientieren. Noch mehr Aliens, die aus dem Nichts auftauchen? Und Jarl? Erinnert sich keiner von Ihnen daran, dass Sie eingefroren wurden? Eingefroren? Was soll das heißen? Wir haben an dem Monolithen gearbeitet und dann... Dann sind plötzlich Sie aufgetaucht. Sie sollten nach Palav zurückkehren. Kieran wird sich mit Ihnen unterhalten wollen. Sie haben vielleicht recht. Oh, ich habe das Gefühl, mein Kopf wird gleich zersprengen. Wir sollten sicher gehen, dass Sie die Station erreichen. Niemand kann sagen, ob Sie nicht noch unter irgendwelchen Nachwirkungen leiden. Okay. Die Leute zurückbringen.
Alles klar. Dieser Sam in Ihrem Kopf, wie ermöglicht er es Ihnen, mit den Relikten zu interagieren? Sam unterstützt mich mit Analysen und Übersetzungen. Unter anderem. Es ist kompliziert. Okay, dann gehen wir mal zurück. Obwohl, ich kann doch eigentlich auch eine Schnellreise dahin machen, ne? Kann ich auch. Okay. Dann sprechen wir mal mit ihr. Du fühlst dich kein bisschen anders? Was meinen Sie mit grauen, stacheligen Aliens? Cat? Nein, sie waren anders. Wir haben sie gesehen, als wir gerade eine Untersuchung des Gebiets vorgenommen haben, bevor wir eingefroren wurden. Sie meinen Turianer? Sie haben Turianer gesehen? Wieso unterhalten Sie und Torva sich nicht später darüber? Jetzt möchte ich Ihnen erstmal dafür danken, dass Sie mein Team gerettet haben. Sie haben nicht gelogen. Kieran hat uns alles erzählt. Sie hatte sogar Bilder. Ich entschuldige mich für die Unfreundlichkeit, mit der ich Ihnen anfangs begegnet bin. Machen Sie sich deshalb keine Gedanken. Sie hatten keinen Grund, mir zu vertrauen. Die letzten Aliens, denen Sie begegnet sind, waren die Cat. Ryder, was Sie hier getan haben, Ihr Verständnis für die Relikte und Ihr Sam, müssten Aphra davon überzeugen, dass Sie ein Gewinn für uns sind. Wir sollten so schnell wie möglich mit ihm sprechen. Vielleicht auf der Tempest? Ich habe nachgedacht, Kieran. Wenn Ryder die Relikte verwenden kann, könnten wir dann nicht die Monolithe reparieren, um Havals Verfall zu stoppen? Havals Verfall? Das zu erklären wird eine Weile dauern. Wir können uns weiter darüber unterhalten, wenn Sie Zeit haben. Und vergessen Sie nicht, mit Torva über diese, wie haben Sie sie genannt, Turianer zu sprechen. Okay. Sie sagten, der Planet würde verfallen? Ja, es sieht vielleicht nicht danach aus, aber Havarl ist krank. Es hat hier begonnen, mit unkontrollierten Mutationen organischer Lebensformen. Einige wurden getötet, andere in Gift verwandelt. Jetzt bemerken wir dasselbe auch an anderen Orten. Das Ökosystem des Planeten bricht langsam aber sicher zusammen. Und der Grund dafür sind die Monolithe. Es gibt nur zwei von ihnen, obwohl es drei sein müssten. Okay, dann muss ich ja nur den dritten Monolithen finden, ihn aktivieren, das Gewölbe neu starten und voilà. Genau da liegt das Problem, Pathfinder Ryder. Es gibt keinen dritten Monolithen. Er ist verschwunden. Wie kann denn ein kompletter Monolith einfach verschwinden? Soweit wir wissen, könnte er zerstört worden sein. Wir haben nie versucht, die Weisen zu fragen. Vielleicht gibt es in ihren mündlichen Überlieferungen ja irgendetwas, das uns weiterhelfen kann. Bei den Sternen. Diese abergläubischen Einsiedler interessieren sich nicht für die Angara von heute. Das wissen sie genau. Sie kennen doch die Überlebensprognosen des Planeten. Was haben wir schon zu verlieren? Weise? Mündliche Überlieferungen? Sie leben in Mitrava, dem Reliktgebäude dort drüben. Ihre Familien haben sich angeblich direkt nach dem Auftauchen der Geißel dorthin zurückgezogen. Sie glauben, ihre Abgeschiedenheit würde die Reinheit der Chroniken bewahren, weil sie eine Kontamination durch modernes Denken verhindert. Unfassbar. Ihnen ist vermutlich nicht einmal klar, dass Havarl stirbt. Und falls doch, ist es Ihnen wahrscheinlich egal. Selbst wenn uns Ihre Weisen nicht weiterhelfen können, schadet es doch auch nicht, Sie zu fragen, oder? Auf dem Pfad nach Mitrava wimmelt es von Relikten. Die meisten von uns wagen es nicht, dorthin zu gehen. Aber Sie könnten es vielleicht schaffen. Folgen Sie einfach dem Strom der Relikte. Und bleiben Sie am Leben. Ich würde es bedauern, wenn Ihnen auf der Jagd nach einer uralten Legende etwas zustößt. Okay, den Leuten helfen haben wir gemacht. So, was hat er hier? Ich habe gehört, dass Sie hier draußen waren und Kieran Dahls Team gerettet haben. Mein Name ist Ryder. Ich gehöre zur Andromeda-Initiative. Es heißt, Sie wollen uns helfen. Ich frage mich, was Sie wohl so alles tun würden. Ich bin bereit zu beweisen, dass meine Leute gute Verbündete sind.
Eine starke Aussage, die aber meine Frage nicht beantwortet. Mein Name ist Rachelle Veer. Ich bin Archäoastronomin. Ich durchsuche unsere alten kulturellen Aufzeichnungen auf astronomische Phänomene. Ich setze das verlorene Wissen früherer Zeiten wieder zusammen. Ich will unentdeckte Kolonien finden, mit denen wir den Kontakt verloren haben. Potenzielle Verbündete gegen Dekett. Sie denken, dass es Angara-Welten gibt, von denen Sie nichts wissen? Genau das wollte ich herausfinden. Und dann passierte diese Katastrophe, als ich gerade nicht da war. Ich dachte, mein Zuhause und damit meine gesamte Forschung wären zerstört. Aber dann habe ich erfahren, dass ein Teil des Gebäudes noch steht. Ich wollte meine Forschungsdaten rausholen, aber die wilden Tiere lassen mich nicht in die Nähe meiner alten Wohnung. Ihre Arbeit ist zu wichtig, um sie aufzugeben. Wir holen sie zurück. Ich gebe Ihnen die Koordinaten. Holen Sie einfach mein Forschungsmaterial aus dem Computer. Ich halte über Funk Kontakt zu Ihnen. Danke für Ihre Hilfe. Kein Problem. So, der Sterbliche den Zugang zu Flugmaterial finden. Okay. Tür öffnen. So, die Frage ist jetzt, wenn ich hier mal im Logbuch schaue, was machen wir denn jetzt hier gerade? Haval, Stern und Planet. Ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Damit wir hier diesen Planeten einfach mal retten. So, und deswegen, ich schaue mal kurz auf der Karte, wo das Ganze ist. Hier hinten. Ach, jetzt muss ich schon wieder dorthin. Na gut. So. So, was gibt's hier wieder irgendwas zum Scannen? Oh. Ah, natürlich sind die da wieder. Vielleicht versuchen wir uns einfach dran vorbeizuschleichen. Wir rennen dann einfach da durch. Was haben wir da? Nickel, alles klar. Okay, immer weiter, immer schön weiter. Okay. Ich schätze mal, hier geht's rein. Ups, Entschuldigung. Okay. Sieht aus, als wäre das unser einziger Weg hinein. Es scheint nicht aktiv zu sein. Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Ja. Ich hab's. Öffnet sich jetzt die Tür? Ja. Okay, sehr schön. Wow, ey, meine Güte. Ganz schöne Klettertour.
Okay, dann wollen wir mal. Alles klar. So, dann lass uns hier mal runter. Okay, gut Leute, aber ich würde sagen, weiter geht's dann erst beim nächsten Mal. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns ansonsten beim nächsten Mal. Und bis dahin, haut rein. Tschüss.